Moin und willkommen zurück zu Portal Knights für die Switch. Wir sind im letzten Part hier am Brackenberg angekommen, ist das richtig? An der Brackenburg, tut mir leid, ja, Entschuldigung, die Brackenburg. Und ich wollte eigentlich ja ziemlich viele Erfahrungspunkte farmen, das habe ich natürlich nicht getan, weil ich offscreen keine Zeit hatte. Aber ist auch vollkommen egal, weil das wird schon passen. Dann gehe ich halt noch einmal hier rein in dieses wunderschöne Gebiet und ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, sollte passen, weil es gibt ja zwei Truhen, die man sich immer mal wieder gönnen kann und die einem auch, na, ziemlich viele Erfahrungspunkte geben, habe ich gehört, ne? Und zwar nicht wenig. Ich weiß zwar nicht genau, wie viele, aber ich glaube, diese beiden Truhen geben mir insgesamt so 3000 Erfahrungspunkte zusammen und die sind hier beide direkt nebeneinander. Da unten ist direkt die nächste und dementsprechend gehen wir da auch direkt mal hin. Und gönnen sie uns, ja. In diesem Sinne, let's go. Wir machen die auf. Und, ja gut, okay. Aber 800 EP, das ist ja auch nicht wenig, ne? Wenn man mal bedenkt, dass man dieses Gebiet immer mal wieder verlassen und betreten kann. Und die Truhen stehen dann dort wie eine Eins. Man kann sie nochmal öffnen. Ja, warum denn nicht, ne? Da gönnt man sich doch diese 2000 Erfahrungspunkte doch gerne. Also von daher gesehen, passt das. Wir gehen zurück zum Spawn und gucken mal, dass wir jetzt in Richtung der Burgen aufbrechen, weil da waren wir dann im letzten Part noch gar nicht gewesen. Die Frage ist nur, wo waren die nochmal, diese Burgen? Waren die nicht weiter da unten oder da hinten? Sie waren auf jeden Fall in einem riesigen Wasserbereich und da würde ich gern nochmal hin. Da bin ich doch glatt gewillt hinzugehen. Also dann. Ja, let's go, ja. Und wie komme ich da jetzt am besten hin? Weil ihr seht, diese Burgen stehen auf dem Wasser und das Wasser ist sehr tief. Ah, aber ich sehe da schon einen Weg. Okay, perfekt. Nice. HD. Na, gucken wir mal, was denn hier so ist. Runter geht's ja jedenfalls nicht. Okay. Generell haben wir hier auch nicht so viel. Aber da hinten ist auch nochmal eine Burg. Und da hinten ist auch nochmal so ein... Na, wie sagt man? Eine Ruine. Ja. Die wir auch auf jeden Fall betreten werden. Da werden wir uns ein bisschen rüberbauen. Sollte doch passen, habe ich gehört. Ja. Sieht gut aus. Okay. Hätten wir. Lass uns mal hier reingehen. Und wir sehen nichts. Cool. Ich höre da hinten auch ein fettes Vieh rumstampfen. Ja, von mir aus. Kannst du gerne machen, du Sau. Aber schaut mal, wie tief das Wasser ist. Oh mein Gott, ist das tief. Also wenn du da runterfällst, da hast du verloren. Ich glaube, da kommst du nicht mehr lebend raus. Ist jedenfalls der jetzige Stand. Wobei da unten eine Mine ist, oder was? Okay, lass uns doch mal unter Wasser gehen. Ich habe irgendwie Bock. Oh, fuck, wir haben keine Erdblöcke mehr. Ja, schön. Was machen wir jetzt? Wir verschwenden natürlich die Kupferplattenblöcke. Normalos, Brudes. Das werden wir natürlich nicht tun, ist ja ganz klar. Wir werden uns die Steine nehmen. Und da sind wir auch schon gleich da. Und gleich meine ich jetzt. So, rein hier. Und auch hier ist eigentlich so gut wie gar nichts. Nein. Gut, hier sind hier und da noch ein paar Kisten, Fässer. Ja. Okay. Und sonst so hier. In dieser Ruine ist auch nichts. Aber da ist ein Portal. Ja, wissen wir schon sofort, wo wir hinzugehen haben, ne? Klar. So, okay, lass uns mal hoffen, dass wir es schaffen, dorthin zu kommen. Diese Wasserblöcke hier, wie die sich immer so berechnen. Ne? Guckt euch das mal an. Lol. Okay, und jetzt? Wow, was ist denn hier los?
Lebst du nicht auch den Geruch von Erz am Morgen? Was? Okay. Eisenerz. Okay, schön, schön. Basaltschleifstein. Ey, der ist neu, oder? Ich glaube, die sind mehr wert als meine normalen Schleifsteine. Kann das? Kann sein. Ja, was machen wir jetzt hier? Ich meine, wir sind so gut wie tot. Du Kacke, wir müssen hoch, wir müssen hoch, wir müssen hoch. Ach du heilige Scheiße. Wie schnell man einfach verreckt. Das macht vollkommen Sinn. Das macht vollkommen Sinn, wie schnell man hier am Verrecken ist. Ja, ja, klar. Schwachsinn des Todes, aber... Okay. Ich meine, ihr habt gesehen. Wir... Naja. Haben unsere Wasseranzeige... Oder unsere Luftanzeige wurde leer. Und wir sind quasi direkt gestorben. Wir haben sekündlich so viele Herzen verloren. Das ist doch nicht normal. Aber okay. Passt schon. Und wie machen wir jetzt weiter? Ich glaube, ich sehe da hinten Zivilisation. Da hinten ist noch eine Burg. Lass uns mal da hinten hingehen. Also ich hoffe jedenfalls, dass es eine Burg ist. Aber jetzt gerade habe ich in diesem Gebiet nur einen einzigen NPC gesehen. Wir könnten doch eigentlich sofort zum Portal aufbrechen und weitergehen, weil... Juckt ja eh keinen von euch, ob wir hier noch länger chillen, also. Und meinen Abonnenten juckt das sowieso nicht. Die werden niemals auf dieses Video klicken, also ist es auch eigentlich vollkommen egal, wo wir jetzt hingehen. Aber da hinten ist noch ein Haus und da will ich dann nochmal irgendwie hin. Und hier ist das nächste Portal. Also es soll ja drei Portale geben, habe ich gehört, ne? Drei Stück. Ich sage mal so... Drei Portale könnten wir definitiv erforschen, ja. Weil wir auch zwei schon gefunden haben und eines davon wird uns auf jeden Fall ins nächste Gebiet bringen, ins wichtige Gebiet bringen. Ohne groß hier herumzupalabern. Also passt schon. Rezept für einen Football. Ha! Was auch immer das bringt. Aber nicht, dass es jemand von euch irgendwie interessieren würde, was es überhaupt bringt. Also ist es auch sowieso vollkommen egal. Lal. Gehen Sie jetzt. Danke. So, okay, lass uns hier rein. Ja, moin. Sieht aus, als hätte ich meinen ganzen Vorrat aus allen Eisenerz für eine Grunzerstatue verbraucht. Wäre wirklich genial, wenn du mir etwas mehr besorgen könntest. Okay. Top. Er braucht 16 Stück. Wir haben schon 11. Und hier auf der Overworld sind mehr als genug Eisenerze versteckt. Also da zum Beispiel haben wir gerade eben wieder was gesehen. Also bauen wir hier ab. Gönn ihm. Damit wäre die Quest auch gleich durch. Das ging ja fix. Wir haben vorgearbeitet. Sehr gut. Ich meine, ich werde das Eisenerz, seien wir mal ganz ehrlich, im Let's Play sowieso nicht mehr brauchen. Also brauche ich da auch eigentlich gar nicht so viel Vorrat zu ansammeln, ne? Das ist ja ganz klar. Ich meine, noch die paar Level und wir sind hier durch. Mit dem Let's Play. Klar. Soll schon passen, ne? So, wir kämpfen noch gegen dich. Vielleicht hast du ja noch ein Portalstandfragment für uns. Die sind dann doch noch relativ wichtig. Und die müssen wir farmen. Aber nein, natürlich hat er keins für uns. Du bist der Hit. Hier ist eine kleine Belohnung. 1700 EP, ich danke dir. Und
Eisenerz. Ja, warte mal kurz. Ich muss ganz kurz was wegwerfen. Weg mit dem Harz. Vielen Dank. 4 Eisenbarren. Mal gucken, wofür ich sie brauchen kann. Gut, das war das Haus. Ist da oben noch irgendwas drauf, so vielleicht? Scheint nicht so. Na gut. Dann, wir haben die Qual der Wahl. Wir können die Portale benutzen. Wir können aber auch noch in diese Höhle gehen. Und ich würde sagen, ich gehe in diese Höhle. Vielleicht haben wir da noch eine große Truhe, die uns richtig viel Erfahrungspunkte schenkt oder so. Da ist eine fette Mumie am Start. Nur am Kotzen ist, du miese Sau. Geh weg nun. Ach du Kacke, wieder mal so ein... Ja. Das geht. Und ich glaube, hier könnte sogar das dritte Portal drin sein. Wir wären quasi diese 3 Portale in unmittelbarer Umgebung zueinander. Hammerhart. Wow. Ich bin allergisch auf Videos mit niedrigen Klickzahlen. Wow. Hammerhart. Und da ist eine Truhe. Sehr schön. Guten Tag. Komme ich da jetzt hoch? Im besten Falle. Ich packe auch hier und da mal ein paar Fackeln. Ich meine, wir haben ja ein paar gefarmt, ne? Können uns hochbauen, ja. Ich würde sagen, das machen wir auch. Let's go. Nein! Natürlich, weil da oben dieser fette Stein im Weg ist. Dann baue ich mich da halt drüber. Jetzt wird sich alles im Wasser verteilen. Ich sehe das schon kommen. Guten Darm für diese 1000 Erfahrungspunkte, ja. Wunderschön. Wir haben, glaube ich, schon die Hälfte an Erfahrungspunkten, Alter. Wir rasten aus. Wie viel brauchen wir eigentlich fürs Level Up? Noch knapp 8000. Das wäre in meinen Augen einfach nur so, ja, 4-mal ins Level gehen und die Truhen schnappen. Schon wäre ich Level Up. Das könnte ich offscreen sogar sehr schnell tun. Ich meine, das Spiel gibt uns ja die Möglichkeit, also warum es nicht tun? Wäre ja irgendwo dumm, ne? Wo geht's hier lang? Was haben wir hier? Was ist denn da? Da ist doch jemand. Oder, hä? Ist da ein Verkäufer oder was? Weil da ist irgend so ein Symbol, was ich jetzt nicht identifizieren kann. Oder ist das... Gut, es kann sein, dass es dieser Verkäufer im Wasser war. Ja. Stimmt. Oh, da geht's auch weiter. Glaube ich. Und diese Verkäuferin, die uns Erz andrehen wollte und wir deswegen ertrunken sind. Wo ich mir nur so denke, leck mich! Hier ist nichts. Okay, daneben nicht. Aber hier geht's noch weiter. Und da ist noch eine Truhe. Ja, cool. Los, bringe sie um, diese Drecksmumie. Ja. Antike Zähne. Diese Item ist mir so eigentlich so egal. Das kann man sich nicht vorstellen, ey. Ich will lieber etwas, womit ich mich bauen kann.
aber garantiert nicht die Kohle. Die ist mir zu heilig. Wie komme ich da jetzt hoch? Am besten. Ich muss doch schon irgendwie sagen, die Lichtverhältnisse in diesem Spiel sind extrem komisch irgendwie. Dann mache ich es halt von hier auf. Wo sind die ganzen Erfahrungspunkte hingefallen? Unten auf dem Boden oder was? Okay. Aber da oben sind noch ein paar EP. Ich will da oben jetzt hin. Nin. Was wäre dann alles? Ja, vielen Dank für diese schönen Belohnungen. Und damit bye. Wäre die Frage... Okay, das Wasser backt hier überall durch. Okay. Oder es backt sich irgendwie so... Ja. Es sieht halt so aus, als würde es buggen. Sieht halt ein bisschen komisch aus, so. Aber gut, diesen Ort hätten wir jetzt erkundet und damit... Oh, fuck it. Scheiße. Und dieser verdammte Ritter, Alter, der ist so dreckig. Es ist nicht mehr feierlich, Brodingus. Aber ja, da hätten wir diesen Ort so gut wie erkundet und ich würde sagen, im nächsten Part werden wir gucken, dass wir durch eins der Portale gehen. Ja, wir werden uns eins raussuchen, nicht alle beiden oder alle drei. Weil so viele Portalsteinfragmente habe ich nicht und so viel Motivation, diese zu finden, habe ich auch nicht. Kann man, glaube ich, verstehen, oder? Deswegen gehen wir im nächsten Part, denke ich mal, durch das eine Portal und dann soll es das auch gewesen sein für dieses, ja, für diesen Part und auch für diese Parts in den Bracken irgendwas. Haben wir vielleicht noch einmal, eventuell, was da lassen? Wobei, da ist noch ein Haus. Oder eine Siedlung. Sagen wir es mal so. Danke sehr. Ein wunderleckeres Portalsteinfragment, lecker. Diese Teile brauche ich, ey. Oh mein Gott, ey. Ich muss vielleicht echt mal offscreen farmen gehen, damit ich das hier schneller über die Bühne bringen kann. Sehr schön. Ich meine, wir hatten jetzt wieder 12, das sind dann weitere 4. Das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ciao. Ach du heilige Scheiße. Gut, die Gegner tun wir uns im nächsten Part an. Lol.